Fernab von der glitzernden Pracht des Berliner Hauptbahnhofs checken wir heute mal in Wannsee ein. Für eine quasi noch exklusivere Reise mit der Deutschen Bahn, nämlich die mit dem Autozug. Gerade mal 0,006% der Bahnkunden gönnen sich jährlich diese Erfahrung. Eines der letzten Abenteuer auf Schienen, möchte man vermuten. Die vorsichtige Mutation zum rollenden Stückgut. Vor allem Fahrer höherpreisiger Karossen ohne Lackschäden, dafür mit breiter Spur, fühlen sich beim Verladen auf der niedrigen, leicht klaustrophobisch anmutenden Rampe in die Rolle des Fahrschülers degradiert. Aber wir wollen ja nicht vorgreifen. Sie kommen zuerst, die Motorradfahrer, mittlerweile eine wichtige Zielgruppe für den Autozug. Wenn die Ausflugsonne wieder lockt, sind Sie gern Komoot-Huckepack unterwegs, bis dann am Ziel selbstfahrend die Traumkurven wieder locken. Es folgen die Autos nach genauem Verladeplan. Alles hat seine organisierte Ordnung. Dieser Nachtzug ist nichts für spontane Entscheidungen, aber für durchaus kalkulierte. Beladung, Belastung, Benzin, das sind gute Argumente. Hamburg-München im Spezialpreis für zwei im Liegewagen ist für 119 Euro weniger als halb so teuer wie eine Fahrt im eigenen Wagen. Ohne Rabatt und etwas intimer und bequemer könnten es aber auch über 500 Euro sein. Von Berlin-Wannsee nach München ist der Andrang bis auf die Biker überschaubar. Das ist hier keine Rennstrecke, auch wenn man sich eine Nachtfahrt spart. Um 22 Uhr rollt der Schlafwagenzug aus Richtung Hauptbahnhof ein. Wir werden hier einfach angedockt. Und dann gilt, der Weg ist das Ziel. Verschlungen durch Deutschland, 9 Stunden für knapp 600 Kilometer. So, der Wagen ist verstaut durch diese hohle Gasse. Darf ich mich jetzt drängen, um zu meinem tollen Apartment zu kommen? Und dieses Apartment ist jetzt nicht ganz so leicht zu finden. Nämlich, man muss durch diese Stiege hinab, um dann vielleicht in einen Palast zu kommen. Ja, ach Gott, ja, das ist der Palast. Das ist die Schlafkabine des Nachtzugs von Berlin nach München. Man hat mir schon gesagt, wir werden morgen mit einem opulenten Frühstück begrüßt. Da bin ich mal gespannt. Ja, also das ist jetzt hier die gemütliche Wohnkultur einer Schlafkabine des Autoreisezugs in der Nacht. Sie sehen, ich sitze sehr bequem hier, sehr entspannt. Weiß allerdings auch gar nicht so recht, was ich machen soll. Müde bin ich noch nicht. Es ist kurz vor 12 Mitternacht, aber sitzen ist nicht, liegen ist nicht, Musik hören ist nicht, Fernsehgucken ist nicht. Essen ist auch nicht. Man hat vergessen, leider irgendwas zu laden. Die Schaffnerin hat mir eine Beefy angeboten. Nun sitze ich jetzt hier mit meinem Adelholzner Naturell, was die Bahn freundlicherweise spendiert beim Schlafwagen, und werde mich jetzt rettungslos betrinken und dann endlich in den Schlaf zu sinken. Mal schauen. Wohl bemerkt, Sie sehen jetzt die 500-Euro-Variante. Ja, es sind doch schon nach Mitternacht. Beim King-Size-Bett hier unten, 1 x 2 Meter, naja, sagen wir lieber 1,95 Meter mal 80 Zentimeter, aber zumindest liegenderweise, besser als wenn man selbst Auto fährt. Mal gucken, wann wir zum Schlaf kommen. Und hier noch der Hinweis, vermeiden Sie bitte die Benutzung von Deodorant und Haarspray in den Waschräumen, da dieses zum Fehlalarm der Brandmeldeanlage führt. Naja, also frisch der junge Morgen, das trifft die Sache nicht so ganz. Nach einer Nacht im Schlafwagen, man fühlt sich doch ein bisschen verknautscht. Aber wahrscheinlich wird man sich noch verknautschter fühlen, wenn man jetzt die Nacht über hinterm Steuer gesessen wäre, um von Berlin nach München zu kommen. Mal schauen, wie der Kaffee uns gleich munter macht vom exzellenten Frühstück, was am Platz serviert wird. Meine Damen und Herren, verehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Augsburg Hauptbahnhof. Vor dem Frühstück wird simsalabim aus dem Schlafwagen eine Wohnbox. Sie ist zwar auch hinterher kein Kleinod der Bahnkultur, aber man kann wenigstens sitzen. Und dann kommt der große kulinarische Auftritt der schmucken Hostess. Frühstücken morgens um 6.30 Uhr, wenn die Welt noch in Ordnung ist. Naja, so. Also ein frisches Spiegelei mit Speck habe ich zwar nicht erwartet, aber ein bisschen mehr hätte es ja schon sein können. Aber naja, okay. Hauptsache ein Kaffee und Hauptsache der ist wenigstens stark.
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu kritisch, aber Bahnromantik ist es nicht gerade. Heißer, starker, frisch gebrühter Kaffee in der Bahn. Was kann es Schöneres geben, als so den Morgen zu beginnen in der lieblichen Voralpenlandschaft auf dem Weg nach München, sodass der Urlaub jetzt frisch und ausgeruht beginnen kann. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Dann werden wir doch mal diesen gastlichen Ort verlassen. Und wieder ist ein Abenteuer bestanden. Die Reise mit dem Autozug.